Allerdings bei der Kartenvorschau fand ich die Bilder bisher nicht so schön wie beim Modern Witch Tarot. Das ist schon auch ein sehr, sehr cooles Set. Aber naja. So, seid ihr ready für Tomb Raider 2 und den Bohrturm? Ich weiß nicht, ob ich ready bin. Aber ich würde mal sagen, um später zu den coolen Leveln zu kommen, müssen wir da jetzt wohl durch. Unser Bohrturm. Irgendwie übrigens fand ich diese Lara viel hübscher. Ich kann euch auch nicht sagen, woran es liegt. Ich finde, die Gesichtszüge waren feiner. Die jetzt sieht so ein bisschen bitchy aus. So ein bisschen hochnäsig. Vielleicht mochte die Lara lieber. Ich bleibe leider dabei. So automatisch wollte ich euch die Waffen ziehen, aber das ist leider erstmal nicht drin. Und unser erster Task ist jetzt mal, die wiederzubekommen. Ich finde es halt übrigens fies, also ja klar, Waffen wegnehmen hin oder her, aber ich finde es halt immer doof, dass da dann trotzdem Gegner kommen, die uns verletzen. Ja. Ja, die Brüste sind größer gemacht worden, na klaro. Ich will nicht Ratatouille. Können wir nicht die Pfanne machen mit... Ne, aber dafür müssten wir ja einkaufen, ne? Mit Schafskäse und Eiern. Wie heißt das Gericht nochmal? Ich hab's vergessen. Oh. Warum ist es auf Zeit? Takshuka, genau. Lara hat Bankdrücken gemacht, ja, sowieso. Hallo, die hat voll den geilen Sportparcours. Wäre mein Traum. Und wir haben keine Eier. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir ums Einkaufen wirklich herumkommen, aber ich bin ja die Letzte, die das nicht versteht. Ich habe ja selber nie Lust einzukaufen. Hallo! Ah, ihr habt Gott sei Dank nur Schlagstücke. Ich habe mich verletzt. Ist der andere wenigstens tot? Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Er ist nicht tot und er hat eine Schusswaffe. Ah, das hat das da kaputt gemacht. Ah, alles klar, alles klar. Nee, hat gar nicht. Da kam ich ja raus. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo es hingeht, ne? Unsere Waffen befinden sich im Inneren des Flugzeuges. Das weiß ich wohl noch. Oh, und da ist ein Drache. Ah, guck mal. Guck mal. Lass mich mal raten. Der Schalter macht das aus, aber nicht für lange. Und der Alarm geht los, weil was? Ja. Darüber denken wir nicht genauer nach. Aber es war doch gut versteckt hinter den Kisten. Das hätte doch niemand ahnen können. Ach so. Wurden wir angezogen von den Turbinen? Ja, werden wir. Oh. Ah, Physik. Also irgendwann später muss ja mal das Ding ausgehen, sonst wäre dahinter nicht der Drache. Vielleicht verschiebe ich das auf später. Aber schon wieder ein Sterbi. Okay, zu hoch. Ist alles zu hoch, ne? Blöd. Und aufs Schiff kommen, auf das Flugzeug kommen wir von hier aus natürlich nicht. Ich habe aber keinen Bock auf die zwei Typen, muss ich euch jetzt ehrlich sagen.
Ich weiß auch wirklich gerade nicht mehr, wo es weitergeht, ne? Es ist so lange her. Ah, habe ich eigentlich Medipacks? Oh ja, die haben sie mir nicht abgenommen. Das ist nett. Und hierfür fehlt mir die Eintrittskarte. Da habe ich natürlich nichts. Wie geht denn diese... Das müsste passieren. Okay, das will ich ehrlich gesagt nochmal neu machen, ohne Medipack. Bei Lara ist es schon voll in your face. Ja gut, man könnte jetzt auch sagen, das Spiel ist halt alt, aber naja. Das sind wahrscheinlich... Nein, nein, ich brauche dich ganz woanders. Ah ja, toll, wie du in die Knie gehst, um das zu machen. Und Chef ist bestimmt sehr stolz auf dich. Weißt du, Lara kann mit ihrem M16 im Stehen schießen. Die muss dafür nicht auf ein Knie runter. So, bitte schießen Sie das hier kaputt. Wir sind alle alt, Kurisu. Kommt keiner von uns dran vorbei. Traust du dich nicht ohne deinen Kollegen? Ah, doch, leider. Leider schon. Haha, later suckers. Jetzt nehme ich doch eins. Irgendwo in der Mitte dazwischen liegt die Wahrheit, Beagle. Das ist halt auch so ein Level, von dem ich die Idee an sich cool finde, aber der ist auch wieder so... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Lara, ich habe auch nicht ewig Luft, ne? Hahaha. Also, der funktioniert nur in eine Richtung, netterweise. Ah! Ah! Oh, jetzt macht alles Sinn! Wisst ihr was? Ich starte Level neu. Okay, aber wir waren jetzt nur für den... Wir waren da jetzt nur für den Drachen, richtig? Ja. Na, viel ist ja auch noch nicht passiert, sag ich mal so. Aber ich will den Drachen halt schon haben. Jetzt haben wir ihn einmal angefasst, jetzt will ich ihn behalten. Überleben ist tödlich. Ja. Ach, das sind aber immer so Floskeln. Überleben ist tödlich. Ah, da frage ich mich immer, kann der Verlag sich da nichts Cooleres... Ach, scheiße. Nichts Cooleres ausdenken. Na, das war zu langsam. Na gut. Ich könnte natürlich auch alle Kisten aus dem Weg schieben und hätte dann ein geiles Leben, ne? Wir machen uns das Leben jetzt einfach ein bisschen leichter. Ja, es klingt ein bisschen so. Ja, jetzt können wir gleich einfach ganz gemütlich laufen. Ohne Parcours. Dann frage ich mich so ein bisschen, wenn das Oberteil jetzt aus Neopren ist, ne? Ist natürlich schon praktisch. Aber dann hat sie halt trotzdem so eine wahrscheinlich Lederhose an. Also insgesamt macht es halt nicht so viel Sinn.
So, hello. Ah. Wir gehen erst hier unten hin. Und öffnen die Türe. In der Hoffnung, hiervon nicht zerfleischt zu werden. Ich speichere mal hier kurz ab. Und ich hoffe, dass das hier nicht auf Zeit geht und dass die Tür aufbleibt. Denn wenn nicht, habe ich jetzt exakt gar nichts gewonnen. Ah, da sind die Blöden schon. Bitte nicht schießen, wenn ich unter Wasser bin, das wäre unfair. Er tut es trotzdem. Schweinebär. Könnt ihr euch nicht hiervon überrollen lassen, kurz bitte? Das wäre voll cool. Aber nur der mit dem Schlagstock, den mit der Waffe brauche ich. Der ist immer schneller. Den will ich aber nicht. Der traut sich aber nicht ohne seinen Kollegen. Danke sehr. So, dann speichern wir nochmal. Ja, Speicher nicht vergessen. Ja, das ist, man speichert dann 5000 Sicherheitssaves und hat die dann immer nicht gebraucht. Und den, den man gebraucht hätte, den hat man nicht gemacht. Die Tür ist noch auf übrigens. Rechts habe ich gerade gesehen. Was natürlich schön ist. Da muss ich aber wieder an den beiden Typen vorbei. Ja, irgendwie. Nein! Das geht aber. Ich will den Drachen. Ja, Stiefel und Socken. Allerdings wäre ich hier am Bordturm auch nicht gerne barfuß unterwegs. Sie schwimmt da auch immer echt direkt dran vorbei. Okay, we did it. Jetzt muss ich nur noch mal an den beiden Eumeln weg vorbei. Ja, ich glaube, das gönne ich uns lieber mal. Nee. Warum hat sich keiner von euch verletzt an den blöden Dingern? Geh weg. Die Klappe auf. Jetzt, okay, es geht Gott sei Dank auf. So, gib mir meine Pistolen. Da, guck mal, wie sie einfach liegen. Das Einzige ist zurückgelassen. So, dann mache ich euch das Leben zur Hölle. Ja, da guckst du blöd, wa?
Okay. Aber es ist halt cool hier drauf. Also ich mochte das auch total gerne in Tomb Raider 3. Irgendwie ist es doch geil, auf so einem Flugzeug jetzt zu sein, oder? What? Oh, nice. Das sieht richtig geil aus, Darky. Ich würde mir das ganze Haus nur aus 3D-Druck bauen, ne? Ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Also wahrscheinlich öffnet sich das Dach, ne? Aber es ist ja ein Flugzeug. Das kann ja jetzt nicht einfach so hochsteigen, oder? Wie? Ich habe einfach Fragen. Geht das da hinten ganz auf? Das macht doch alles keinen Sinn. Naja. Ich höre auf, Sinn in diesem Videospiel von 96 zu suchen. 97, 98? Ich glaube 98. Wie unfair das mit Gegnern in 2 ist, ja. Also mit den Tieren und so, das geht ja noch. Wobei die später in Tibet auch echt gut Damage machen. Aber die ganzen bewaffneten Männer, die sind schon happig. So, der andere mit der Knarre hatte jetzt nämlich, glaube ich, diese Chipkarte. Die Lichtverhältnisse sind sehr, sehr creepy. Ich sag ja auch, diese ganzen Tomb Raider 2 Level, ich fand die total unheimlich immer. Guck mal, diese riesengroße Karte, wo hatte der die denn jetzt stecken, ne? Reden wir lieber nicht drüber. Aber ich finde, ist ja ein Gag mit, wir haben die Waffen wieder verloren, aber hier haben wir sie schon verhältnismäßig sehr schnell wiederbekommen, oder? Meinst du, Kurisu? Oh, haben wir den Alarm ausgeschaltet? Ist natürlich dann ein angenehmer Schalter. Ich finde es ein bisschen cool, wenn Lara auch einen Schlagstock hätte, um einfach Leute auch zu verprügeln. Sorry, ich weiß es, ja. Irgendwie fände ich das gerade nett. Aha. Man sollte so Sachen nicht denken, Leute verprügeln ist nicht gut, aber im Videospielen ist manchmal schön. Aha. Aber auch schon eine Menge Deko aus dem 3D-Drucker hat das, glaube ich, sofort, ey. Wie war das nochmal? Wie viel kosten die Rohstoffe? Ah, guck mal, hier haben sich... Das ist so ein richtiger Männeraufenthaltsraum. Sorry, ey. Ich will ja nicht sexistisch sein, ne? Aber das ist so... Ja, lass uns einfach auf so ein paar Eisenbänken sitzen und aus unseren Eisentassen trinken und dann spielen wir Karten. What? Richtig schnuggelig haben sie sich hier gemacht. Und die leeren Tassen versifft hier einfach rumliegen lassen. Scheiße, kriegen wir in Tomb Raider 2 die Harpune? Ah, oh, das habe ich verdrängt. Oh, ich hasse ja mit Harpune schießen. Aha. Hart heroisch. Ja, ja, das passt, aber die denken sich halt, die kann mir doch nichts. Mit ihren zwei Pistolen, ich habe hier meinen Eisenstab dabei. Ah ja, gemütlich. Sieht aus wie in Minecraft, als hätte man sich so Minecraft-Betten gebaut. Ah, das ist auch... Ah, toll, eine Harpune. Aha. Ah, Harpune ist wirklich meine Hasswaffe, weil es bedeutet... Ah, stimmt, in Tomb Raider 2 waren auch schon Taucher, ne? Meine absoluten Hassgegner. Alle Gegner im Wasser sowieso, aber so Froschmänner... Oh, komm ich nicht mit klar. Ich hab's verdrängt. Und den 40 Faden hast du ja nicht mal Zeit. Aha. Es zu benutzen, weil du keine Luft hast. Ist 40 Faden so eine Tiefe, auf der man noch nicht so Probleme mit den Druckverhältnissen tatsächlich hat? Oder ist das auch wieder völlig unrealistisch, was Tomb Raider hier macht? 1 Kilo Filament. Und du stehst bei 25 Euro. Okay. Okay. Er hat eine Preisspanne von 17 bis 40. Ah ja, okay. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, weil ich in den Chat geschaut habe.
Lara. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Da oben, ne? Du kannst mir gar nichts. Ich scheiße auf Physik. Es ist alles auf Zeit. Glauben denn die Entwickler, das Spiel wird viel spannender, wenn jede scheiß Tür oder Klappe auf Zeit geht? Oh oh. Das ist sehr gefährlich in diesem Level. Ja. Ja, muss man wissen. Ehrlich gesagt. Ich wollte vorwärts rutschen, damit ich sehe, ob ich abspringen muss, aber dann halt so. Dann halt so. Tomb Raider 3 hat sich hiervon schon viel abgeguckt, ne? Muss man auch mal sagen. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, ob dahinter noch was Lustiges ist. Nö. Hier ist gar nichts Cooles. Na gut. Mal kurz überlegen, was ich machen will. Aber überall, der hat halt sogar auf seine ganzen Metallkisten sein blödes Symbol drucken lassen, ne? So, mal sehen. Ob es gebrutzelte Lara gibt oder nicht. Nein. Das nervt mich auch immer, dass die Sprossen nicht so gemacht haben, dass es mit ihren Füßen im Abstand passt. Noch so eine Karte. Aha. Die ist mein Rot. Rote Zugangskarte. Ja, alles klar. Warum sich Gedanken über Namen machen? Ich will das mal hier schauen. Okay, Wasser ist schon da? Fragezeichen. Ja, man sieht das hier immer nicht so gut. Oh, ist da der Himmel? Sind wir im Freien? Wow. Daran erinnere ich mich gar nicht. Wahrscheinlich war der Himmel im Original auch nicht so schön. Ja, so semi, ne? Ein Drache! Das ist jetzt ein Secret. Der war halt einfach am oberen Ende einer Leiter quasi. Schade, kein Lara Speck. Ja, Harry wäre traurig. Okay, es fehlt nur noch der goldene Drache. Ich würde hier, warum kann ich nicht noch ein bisschen da draußen rumlaufen und gucken? Ich bin immer nur neugierig auf die Levelgrenzen-Sachen. Aber die kriege ich nie zu sehen. Sad Harry Noises. Das ist aber auch nicht so viel besser. Was ist nicht so viel besser? Doch, ist ja Wasser. Ist egal. Ja, wahrscheinlich hätte ich... Ah, nee. Hä? Wir sind wieder hier? Ah, wir haben jetzt ja die rote Zugangskarte. Okay. Sieht beides nicht so schick aus. Achso, ja. Ach, ein bisschen schöner, finde ich ihn. Ist halt ein bisschen farbiger. Bisschen leuchtendere Farben.
Aber das war's dann halt auch schon. So, wir müssen dran denken, uns links zu halten, wenn wir da gleich rausschwimmen. Kommt die rote Zugangskarte wohl in den gleichen Slot einfach wie die gelbe? Ich frage mich gerade, was da ist. Ja, so ein Symbol drauf. In die Hocke gehen kann Lara hier halt noch nicht mal, aber wir können sie auch nicht zerschießen. Kann ich das zerschießen? Schade. War damals alles noch nicht vorgesehen. Guck mal, der mit der Waffe braucht auch... Warum no? Ich will hier meine rote Zugangskarte benutzen. Kann ich hier dran was machen? Nee, ne? Aber es stimmt schon, wir haben uns auch nicht überall umgesehen. So, den Gang sind wir vorhin hochgegangen. Ich weiß gerade gar nicht, ob beide Gänge mittig wieder zusammenführen. Na, vielleicht nimmst du erst den Mann mit der Waffe, Lara. Ich weiß, Hund und so, aber... Ah, da liegst du blöd. Wenn du jetzt Goodies für mich hast, liegst du da richtig blöd. Ach, Gott sei Dank, sie hebt es trotzdem auf. Die sind doch wirklich nicht sehr sicher gelagert, ne? Da würde ich den Chef mal drauf schauen lassen. Das entspricht sicherlich nicht den Vorschriften. Fortschriften, den Vorschriften. Okay, der sieht aus, als wäre er wichtiger, aber er ist genauso schnell tot. Ja, ich dachte vorhin, wir hätten den Alarm ausgeschaltet, aber offensichtlich haben wir das doch nicht. Ein bisschen lästig. So. Ja, das ist nett, dass er in der Wand gestorben ist, aber seine Goodies noch außerhalb liegen. Ich schieb's jetzt einfach über ihn drüber. Hm. Das war's schon. Das ist wahrscheinlich eine Klappe da unten, oder? Nee. Hä? Warum kann ich das da reinschieben? Ja, hier muss auf jeden Fall Wasser rein. Haben wir eine Leiter irgendwo? Ziehen vielleicht? Nee, ziehen geht ja nicht, weil dahinter ist, ist ja direkt das Mäuerchen da. Ach, guck mal da. Da kommt der raus, der Schlingel. Ja dann. Na gut, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich da mich jetzt gar nicht nochmal mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ah, dann können wir da oben hin. Nice. Ich will auch nichts jinxen, aber wir haben noch kein einziges Mal das Lösungsbuch gebraucht, ne? Aber das wird noch kommen. Ich weiß, dass ich an diesem Level später... Der ist auch sehr lang. Also ich finde, der ist wirklich unnötig lang. Sage ich auch nur, weil ich den nicht hübsch finde. Also wir werden das später auf jeden Fall noch brauchen. Um die Ecke gedacht. Ja, sehr gut. So lobe ich mir das.
weil sie es kann. Ich glaube, das geht mit Rückwärtssalto eigentlich besser, oder? Mal gucken. Wo schießt du denn hin? Guck gleich, was da über mir war. Aha. Angeber, ja. Der war auch wieder wirklich sehr selbstsicher. Ach, ich kann das nicht kaputt schießen. Das hier ist jetzt Sicherheitsglas. Ich will erstmal eben kurz schauen. Was haben wir hier? Nichts. Wieso kann sie nicht seinen Schrot nehmen? Ja, das ist sowieso eine gute Frage. Vor allem ist das, glaube ich, eine Pumpgun, oder? Das wäre halt schon echt nice. Der hat aber auch nichts, keine grüne Zugangskarte verloren. Nicht mal eine Animation. Guck mal, bin ich das da links? Hier. Was ist das denn für eine Anzeigetafel? Was soll das? Diese ganze Bohrinsel. Nur dafür da, um Lara zu überwachen? What? Ah, der ist schon tief. Das könnte wehtun. Ah, ne. Da kann ich ja springen. Hast noch einen, oder? Oder hast du die benutzt? Naja, was heißt benutzt? Die kann man ja nicht leer benutzen, aber wir haben sie noch nicht wieder gefunden. Wir haben die Automatikpistole wieder und die Harpune, leider Gottes. Aber die Automatikpistole will ich mir noch aufheben. Ich weiß auch nicht genau wofür, aber bisher habe ich das Gefühl, das geht auch so. So, wäre da jetzt was im Boden gewesen, was nur Trockensinn gemacht hätte? Die Karte? Nee. Ich habe keine Karte. Die rote hatten wir schon benutzt. Die grüne haben wir noch nicht gefunden. Die grüne haben wir noch gar nicht. Nee, ist glaube ich nur, damit man zur Not wieder rausklettern kann. Okay, das ist die Rückseite. Die grüne fehlt noch. Ach. Okay, das ist eine unsichtbare Levelgrenze. Ich kann leider nicht. Ist auch wieder eine Leiter vorgesehen. Ja, dann nehmen wir die auch. Hm, auf dem Boden von so einem Bohrinseltank. Das ist zu hoch, hä? Gerade so, scheiße. How do we do this? Ja, die Granaten nimmt man sowieso für den Endscreen auf. Ja, ich weiß gerade nicht. Also, ich sag mal, spätestens beim Endgegner hätte ich die Granaten schon sowieso gerne. Und, ah, da kamen, glaube ich, noch große böse Gegner. Ja, okay, scheiße, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Und noch hier vor Ort habe ich mich, angegeben, dass ich noch nicht mein Lösungsbuch brauchte. Ich glaube aber, ich brauche eine kleine Pipi-Pause gleich. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten da die Tür von drinnen aufmachen können müssen. Aber es ist nicht passiert. Na, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Mal schauen. Ging es wirklich auch nicht hier hoch? Doch. Haha, hatte ich doch geschaut. Haben wir einfach übersehen. Na, dann geht's da gleich weiter. Bis gleich.
I am back. Viel Spaß im Lurk, liebe Daki. Lass dir dein Frühstück schön schmecken. Was gibt's denn? Wow, eben war die Mikrofonleiste auf ganz rot, als ich auf meinem Stuhl rumgerutscht bin. Dankeschön, Dankeschön. Genie hat auch gerade mal die Croissants in den Backofen. Croissant. Ach. Oh Mann, jetzt denke ich, ich komme hier weiter und dann komme ich hier nicht weiter. Was hat der Hebel eigentlich gemacht? Ah ja. Ah, jetzt ist im hinteren Becken das Wasser. Aber what the fuck bringt mir das denn? Und warum geht hier die Bodenklappe nicht weg? Wahrscheinlich dann mit der grünen Karte. Und warum geht das nicht auf? Okay. Ah, also würden wir das hier aufmachen, könnten wir das ja easy tun. Dann wäre es ja egal, in welchem. Dann könnte hinten in dem das Wasser sein. Da müsste ich ja gar nicht durch das erste durch. Habe ich was übersehen? Hatte einer von denen diese grüne Karte? Das kann doch nicht sein. Ich habe mir auch noch schnell einen koffeinfreien Kaffee gegönnt. Hattest du so eine Karte? Nö. Croissants. Dankeschön. Ja, ist jetzt irgendwie hier blöd, ne? Boah, der Bauchmuskeln. Guck mal, wie der da hängt. Na. Okay. Was haben wir übersehen? Wen haben wir übersehen? Hatte der Hund die Karte? Nein. Die haben aber auch alle die gleichen Hunde, ne? Glaubt ihr, die hat jemand gezüchtet? Von denen? Was hat das gemacht? Ah, doch, Alarm aus. Ja, das ist sehr viel angenehmer. Vielen Dank. Die ging dann halt wieder an, weil wir wieder da aus dem Wasser gestiegen sind, ne? Okay, wir sind dann da reingegangen. Ist leider keine von den Türen, die dann magisch einfach aufgeht. Warum ist jetzt wieder Alarm? Geht es immer nur auf Zeit? Why? Oben war nur der Drache. Du hast auch nichts. Gleich in das dumme Lösungsbuch gucken. Die Zugangskarte kann doch keiner hier einfach so liegen lassen. Ja, hier war das. Da lag doch auch nichts. Gab es hier noch irgendwas anderes zu tun? Nein. Zwei Leitern, zwei Ausgänge, sonst nichts.
Wofür sind eigentlich hier diese Heizplatten? Da ist ja nichts drüber. Was soll das denn machen? Naja. Gegner haben wir eigentlich alle. Du hast keine Karte. Da oben war der Drache. Da hinten. Also hier kamen wir jetzt ja wieder da rein. Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Eigentlich zumindest nicht. Denn hier komme ich doch wieder nur an den Start. Da schwimme ich dann aus dem Becken raus. Also ich bin jetzt das ganze Level nochmal abgegangen. Hier ist jetzt kein Alarm, in dem zweiten Abschnitt aber schon. Na, da gucke ich doch gerne mal rein. Unter das Flugzeug. Dann war am Bob es wohl. Was habe ich gemacht? Scheiße, ich habe wieder Chat gelesen und nicht geguckt. Moment. Ja, die sind jetzt aus. Das ist ja toll. Das ist bestimmt sehr nützlich für uns. Bleiben die lange aus oder nur für kurz oder auf jeden Fall spart es Treibstoff. Ja, habe ich gesehen. Die Propeloris. Aber ich war doch schon mal auf dem Flugzeug. Ich war da schon. Naja, Prost. Der erste Schluck war so der süße Kakaoschaum. Der zweite Schluck war der herbe, entkoffeinierte Kaffee. Komische Mischung. Schmeckt so ein bisschen wie diese Pulver-Cappuccinos. Die hasse ich ja. Ich finde das so eklig. So. Was gibt's hier Feines? Also ich sag mal so, ich war halt auch schon auf den Trägern. Ich erkenne im Moment keinerlei Mehrwert daran, dass die Propeller aus sind. Hier fehlt so offensichtlich so ein Ding. Was habe ich denn davon? Blöder Level. Ja, ne? Da ist ja auch nichts drunter. Was? Also ich fürchte, ich muss das Lösungsbuch zu Rate ziehen. Ist hier wieder Alarm. So, hier ist schön still. Hier gucken wir mal. Kein Wunder, dass mein Unterbewusstsein das Level vergessen hat. Ja, fühle ich. So, hier ist das wunderschöne Lösungsbuch. Tada! Ja, gelbe Karte haben wir, Drache haben wir. Rote Karte haben wir. Haben wir alles gemacht. Vorbildlich, wie wir sind.
Ja. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da, wo diese zwei Wasserbecken sind, müssen wir es doch irgendwo dahin schaffen, über diese beiden dicken Rohre zu springen. Das habe ich ja zweimal versucht und es sah aus, als ginge das nicht. Aber scheinbar ist das Sinn der Sache. Naja. Dann probieren wir das halt wieder. Störrischer Level, ey. Oh Mann. Halt's Maul. Fein. Was soll das eigentlich mit dem Alarm? Ich meine, die Gegner sind ja sowieso einfach da. Ist doch völlig wurscht. Ich weiß auch gerade gar nicht, das Level 5. Das heißt, danach kommt noch nicht 40 Faden. Ah ja, irr, die Tiefe. Und dann 40 Faden. Ah Gott. Also ich glaube, so 4 Level lang bin ich jetzt noch echt gequält, weil ich die gar nicht mag. Und danach bin ich wieder Happy Katzen. So. Jetzt muss ich aber überlegen, in welchem brauche ich jetzt zuerst das Wasser? Wartet kurz, jetzt habe jetzt keine Lust, das wieder falsch zu machen. Legt sie erst den Hebel um. Ja, also über das erste Becken müssen wir auf jeden Fall drüber schwimmen. Wer hat denn jetzt das Wasser? Das zweite Becken. Ja, dann legen wir ihn um. Guck mal, damals ist hier auch gar keine Lara gerannt. Mein. Naja, gut. Ich finde so Leute halt total krass, die auf so Bohrinseln arbeiten. Das sind ja auch so, so Tiefseetaucher und so mechanische Taucher. Das ist schon ein krasser Knochenjob, ey. Wahnsinn. So, dann schauen wir doch mal, ob das Spiel es sich doch da hinten rauflassen will. Ey. Hasse das. Vorhin ging es einfach 10 Mal nicht. Na klar. So, jetzt geht die Tür auf, wetten. Ah, die Klappe. Okay. Da habe ich nicht mit gerechnet. Nein. Habt ihr denn ein Lieblingslevel aus Tomb Raider 2? Und habt ihr ein Hasslevel aus Tomb Raider 2? Hab Angst. Du hast die drei Teile nie gespielt. Oh mein Gott, dann ist das hier für dich ja alles blind. The Dragon. How do I get the Dragon? Ah, da sind einfach fucking Froschmänner. Meine Hassgegner. Ja, ich schieße dich von hier oben mit den Pistolen, das kannst du aber glauben. Aber der ist nicht der einzige halt, weil. Ey, so Gegner im Wasser, die erschrecken mich dann immer wirklich zu Tode. Da hinten ist noch einer.
Und ich sag mal so, die Harpune ist nicht so richtig toll designt, dass man damit richtig was reißen könnte. Und das wären auch nicht die letzten gewesen sein. Um alle komme ich nicht drum herum, aber vielleicht wenigstens um die. Das Level coole Erinnerung. Ja, Erinnerung ist schon so eine Sache, gell? Das ist echt so. Gibt's hier einen Hinweis für den goldenen Drachen? Oh, wir haben das Level fast geschafft. Ist aber nur ein kleiner Trost, weil die Tiefe ist nicht viel besser. Die Tiefe ist nicht viel besser. Ich speichere mal hier, falls ich mir jetzt die Chance vertue, den Drachen zu kriegen. Aber, also ich bleibe dabei. Ich meine, das hier sah halt auch so richtig, sah halt nicht mal hübsch aus. Ich finde, das jetzt hat schon was. Also so ein Industrielevel, sag ich mal. Das hat... Oh, scheiße. Haben die Tomb Raider-Teile halt nicht so oft. Ich sag mal, hier und im RX-Tech-Bergwerk haben wir das halt quasi. Ich komme da nirgends hoch, ne, für den Drachen. Oder doch? Ah, doch. Von daher finde ich es per se cool. Aber ich brauche das nicht so lange. Und nicht mehrere hintereinander. Ach, hier war gar nicht der Drache. Aber dann gehe ich jetzt... Ah, da oben ist der Typ. Wenn ich schon hier unten bin, gehe ich jetzt erstmal auf Drachenjagd. Da ist der. Ach, Mann! Also ich habe ja mal gesehen, war das bei den Mythbusters? Man kann gar nicht unter Wasser so gut schießen mit Kugeln. Ist alles gelogen. Oder es war sogar bei Jung und... Ah! Warum? Was machst du denn hier? Okay, nein. Was soll... Vergesst es. Was macht ihr hier? Bewacht ihr den scheiß Drachen oder was? Aha. Aha. Ja. Hä? Wir haben die Uzis bekommen. Einfach durch den Drachen. Okay, I take it. I take it. Der hat nichts verloren. Ich muss gestehen, dass man ignoriert, dass man erst mit 40 Faden hinkommt. Das Schiff, auf dem es später echt cool. Ah, ich weiß nicht. Also ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Maria Doria im Remake aussieht. Im Remaster. Könnte cool sein. Aber das ist auch so ein dunkles, trostloses Level gewesen. Hallo Moon Chaos. Der Wasserwiderstand bricht die Geschwindigkeit ziemlich stark. Ja, dankeschön. Also. Den jemand Essen nach unten wirft, ja, die leben halt hier. Wie geht's dem Moon? Ich hoffe, du bist schön ins Wochenende gestartet. Also irgendwo war eine Leiter wieder nach oben. Müde? Okay. Musst du denn heute was reißen oder kannst du dich gemütlich ins Wochenende hineingrooven? Da ist die Leiter. Ja. Aber weißt du, die sehen halt aus wie so Typen, die sich denken, das wäre auch noch cool. Die hätten hier voll, okay, aus dem Wasser kann sie da nicht hoch. Die hätten hier voll den, Glücksgriff gelandet. Die haben halt wahrscheinlich auch sonst nichts erreicht im Leben und können deswegen auch nicht einen anderen Job machen. Da hinten läuft er rum. Ich habe halt Angst, dass er auf mich schießt, wenn ich genau an der Leiter bin. Da der eine MG hat, könnte das verheerend sein. Aber er kommt nicht näher. Gammeln nonstop. Na, dann gönn dir die Müdigkeit und viel Spaß beim Berauschen lassen. So ein schlauer Mafiosi, dann stellst du dir halt auch Leute ein, die sowas eben auch cool finden. Richtig. Einkaufen war ich auch schon, ja. Chili und ich sind schon den ganzen Morgen am Feilschen, ob wir uns das leisten können, dieses Wochenende nicht einzukaufen, weil keiner von uns Lust hat. Ihr habt nämlich...
Oh, schade. Ich habe nämlich nicht mal Interesse daran, meinen Schlafanzug auszuziehen. Ich muss sagen, ich bin da sehr verwöhnt. Normalerweise ist Shini dann noch immer der, der einkaufen geht. Aber kennt ihr das? Man hat halt eigentlich auch Lebensmittel ohne Ende zu Hause, aber man hat irgendwie nichts im Kopf, was man aus den Sachen, die man da hat, dann machen könnte. Oder hat keine Lust auf die Sachen, deswegen kauft man sich seine typischen 5 immer gleichen Dinge dann wieder ein. Hallo. Komm doch näher. Am Ende wird es Pizza, weil es eh schon so spät ist. Ja, Pizza bestellt haben wir dann gestern schon. Das heißt, der Joker ist leider auch schon wieder getan. Samstag, Sonntag kannst du den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben. So, was Putin so sagt. Ah, unsere Schotti. Ist das unsere Shotgun? Ja. Fehlt uns nur das M16 immer noch und den Granatwerfer. Dem Granatwerfer fehlt uns noch. Japano oder so. Ich bin halt zu knauserig, dann so oft zu bestellen, weil es halt schon auch teuer ist. Ihr wart vorhin alle nicht da und da hinten steht noch so jemand. Hat der da hinten einen Flammenwerfer? Nein! Ach, das ist doch nicht mein Ernst, Alter. Ah. Warum sind da keine Sicherheitsgitter? Ja, ich wahrscheinlich auch, Beagle. Also es sei denn, wir entscheiden, dass wir doch leider noch einkaufen müssen. Dann ziehe ich mich noch um. Und laufe zum Penny. Aber ich sag mal so, gestern hast du bestellt, heute könnte ich bestellen. Und damit ginge das ja irgendwie wieder. Wenn wir beim Japaner bestellen, könnte ich aber Bubble Tea mitbestellen. Das will ich nur mal kurz zu bedenken geben. Ich habe so Lust auf Bubble Tea. Hier gibt es einfach nichts Gescheites. Der Rewe hat so eine kleine Kühltheke mit so fertig Bubble Teas. Aber das ist halt das ist halt kein Tee da drin. Das ist irgendein ekliges Zuckergemisch. Und da ist jetzt, sind so 4 Kügelchen gefühlt da drin. Lara, warum springst du schon? Ist halt nicht geil. Ich habe so Lust auf einen guten Bubble Tea. Wo gab es denn? Es gab doch in Tomb Raider irgendwann so Gegner, die tatsächlich Flammenwerfer hatten, oder? War das in... Das war im Erx-Tech-Bergwerk wegen den mutierten Forschern. Gell? Krieg ich den von hier aus schon? Oder hat der das M16? Bisschen Angst vor dem, weil der da so steht. So selbstbewusst. Das Zeug hat erst geboomt und dann haben sie überall dicht gemacht. Es ist halt auch schwierig, einen guten zu finden. Also Dortmund hatte sehr viele Bubble Tea Läden noch. Und es gab halt den einen in der Passage. Der hat dann halt wirklich Jasmin-Grüntee für da rein und nicht so ein Zuckerzeug. Und da habe ich es dann halt echt gern genommen. Wobei ich mir halt früher auch manchmal selber welchen gemacht habe. Also ich hatte mal so Tapioca-Perlen zum Selbstaufkochen. Aber ich finde, das kriegt man selbst nicht gut hin. Das wird eine Matschepampe. Das ist echt wach. Und dann halt so eine Packung Fruchtbubbles gekauft und dann selbst in den grünen Tee rein. Das fand ich immer gut. Ich finde halt das eklig, weil die Bubbles sind schon sehr süß. Guck mal, wie versteckt. Wow. Die muss ja jetzt echt mal wertvoll sein, oder? Ich finde halt, die Bubbles sind immer schon so süß. Und ich kann das nicht leiden, wenn das dann noch in so Fruchtsaft ist. Bleh. Oder so Milchtee. Mag ich auch nicht. Jetzt müssen wir uns den ganzen blöden Weg wieder zurückbahnen. Sehe ich das richtig? Ne, da oben. Guck mal, da oben. Da ist eine Dürsche. Habe ich mal einen richtig guten Bubble Tea getrunken mit Ducky Thomas und einer Freundin. Das klingt schön. Bremen ist halt auch eine schöne Stadt. Bremen ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Leider sehr touristenmäßig überlaufen, aber trotzdem sehr hübsch. Habe ich gespeichert?
Wir haben hier einfach nichts, nicht mal gute Lieferdienste. Ja, es ist leider wirklich so. Jetzt nicht Pizzatürken, man kennt die Qualität. Ja. Ach, Yumini. Das gute alte Yumini. Yumini, Yumini, wie auch immer. Laufe ich gerade richtig? Ja, muss doch, oder? Ich bin gerade irritiert, weil das hier so aussieht. Kann ja nur sein. Ja, Dortmund ist halt schon krass. Da ist halt die Dichte an echt guten Restaurants auch groß. Ich meine, da ist auch viel Mist dabei, aber halt auch sehr gute. Aber nur deshalb würde ich... Ach, guck mal, jetzt sind wir also hier. Nur deshalb würde ich trotzdem nicht zurück nach Dortmund wollen. Bochum ist noch cool. Bochum hat auch eine gute alternative Szene und so. Aber Dortmund ist halt Dortmund. Das brauche ich nicht wieder. Die Beyond Burger. Ja, das stimmt. Der war schon gut. Oder der Grieche. Der Grieche war auch phänomenal. So, diese super geschützte grüne Karte haben wir jetzt nur, damit diese Tür rechts neben uns aufgeht. Und Bochum hat mich. Ja, das ist aber korrekt. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ja, Bochum ist schon eine coole Stadt. So. Mann, das war jetzt echt eine schwere Geburt, nur damit wir jetzt darüber können. Ne? Das macht mich so ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Aber ja, keine Ahnung, womit sollen sie auch sonst die Spielzeit füllen? Aber irgendwie, keine Ahnung, das nervt mich. Ich glaube, mich gerade zu erinnern, dass hier ein Froschmann kommt. Ach, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Einfach nein. Oh, das könnte wichtige Zeit für Sauerstoff gekostet haben. Nee, kam doch keiner. Okay, Gott sei Dank. Oh, der Bordturm. Oh, wir haben alle Fundstücke. Ja, wir haben das Level ja auch 5-mal durchquert. Ja, und jetzt gibt es leider keinen Unterschied, denn wir sind im Level die Tiefe. Wie spät ist eigentlich? Noch 1,5 Stunden. Wenn ich Pech habe, kommen wir heute noch zu 40 Farben. Mal sehen. Ja, ach, Essen ist auch nicht schön, finde ich. Also dann lieber noch Dortmund, ehrlich gesagt. Vorsicht, Vorsicht, Propeller. Den würde ich gerne vermeiden, wenn es geht. Ha, boah, die starke Finger. Ich guck mal, wie es um 12 aussieht. Ich sag mal, wenn wir uns wieder kurz vor Levelende befinden, machen wir es natürlich noch fertig. Propeller aus. Bitte. Propeller aus. Was ist das? Granaten. Dafür schwimme ich jetzt hier hinter. Hättet ihr wenigstens so billig sein können und wieder einen Drachen hier verstecken.
Ich folge einer Fitness-Influencerin aus Großbritannien und deren Freund ist tatsächlich jemand, der in so Bohrtürmen und so als Taucher arbeitet. Finde ich schon krass. Ich finde es wirklich ein sehr krasser Job. The Deep. Ah, glaubt ihr, es geht hier um The Deep aus The Boys? Das wäre cool. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Nö. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, ob ich hier draus zwei Level gemacht hätte, weil wir sind ja wirklich einfach noch im exakt selben Setting, ne? Man kann da unten tauchen. Ich weiß gerade nicht, ob mir das was bringt. Ich gucke mal. Beim Wrack der Maria Doria treffen wir übrigens wieder unser Wappentier dieses Kanals, die Aale. Freue ich mich schon. Jetzt sind wir hier. Okay, wow. Das ist ja toll. Ah, Mann. Ja, mit so Sachen habe ich mich ja schon mit Ruhm bekleckert in der Oper. Kann ich hier stehen, bitte? Tatsächlich. Das ist einfach frech. Da kommt die Croissant-Lieferung. Croissant. Croissant. Hier sind die Croissants, die wir zum Liefern. Das Dankeschön. eine ist ein Special mit so Käse drüber. Okay. Okay. Vielen Dank. Voll der Service. Wir müssen mindestens einmal. Jetzt müssen Es fehlen viele Unannehmlichkeiten, wir kommen aber drüber. Das Ding ist halt auch immer, samstags einkaufen aus Faulheit, hat man ja schon selbst keinen Bock. Aber die Supermärkte sind ja auch so voll samstags. Das ist total toll, ne? Ja. Das ist so gut. Das hier fand ich sehr cool. Das habe ich noch in Erinnerung. Dieses Säurebecken einfach. Ja, die sieht jetzt noch so ein bisschen radioaktiv leuchtend aus. Kann man mal machen. Ja, ist echt bester Service. Werde da gleich mal die Kamera ausmachen, damit ihr nicht mit ansehen müsst, wie ich mich komplett verklecker mit diesen Croissants, also verkrümel, besser gesagt. Hey, ich hab den Drachen. Cool. Nice, Alter. Blinder Vogel und so. Ja, so sehe ich nichts. Danke. Ach, du meine Güte. Aua. Ah. Hä? Meines Erachtens nach bin ich sehr exakt abgesprungen. Moin, Tom Tom. Ja, wir sind schon in der Tiefe angelangt. Ich habe gerade aus reinstem Glück den nächsten Drachen bekommen. Ach,
Wir sind gerade in diesem wunderschön ansehnlichen Säurelevel. Na, wie geht's, Tom-Tom? Wie geht's dir? Wie geht's, Leni? Was macht ihr Feines? Habt ihr ein schönes freies Wochenende oder musst du schackern? Oh, wow. Danke für die Ansicht. Einmal aufgelöste Lara, bitte. Ja. Und all deine Probleme lösen sich mit in nichts auf. Ah, wisst ihr was? Ich dachte gerade cool, währenddessen gar nicht das Croissant essen, aber nein, ich brauche ja beide Finger, beide Hände, um hier hochzuklettern. Oh. Ja, sind wieder alle üblichen Verdächtigen hier, Tom-Tom. Ich glaube, ich habe das übrigens richtig gesehen. Beim Hochklettern gab es hinter mir noch eine Nische, in die wir hätten reinspringen können. Aber da ich jetzt absolut keine Ahnung habe, wo die war, ignoriere ich das, ehrlich gesagt. Hier ist ja auch kein Anhaltspunkt. Könnten die Leitersprossen zählen. Seid um 7 am Arbeiten. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. The Deep. Es macht jetzt meine Lust, mal wieder The Boys zu gucken, aber ehrlich gesagt auch nur schlimmer, ne? Aha. Ja, Leni knuddeln. Sehr schön, sehr schön. Aha. Alles, woran ich mich aus diesem Level noch erinnert habe, sind diese zwei... Oh. Oh. Hin und her schwingenden. Oh. Na, das war wieder sowas, das muss man noch wissen, dass man da rückwärts sich runterlassen muss. Oh. Das Einzige, woran ich mich erinnert habe, sind diese zwei hin und her schwingenden Haken und das Säurebad. Und ab jetzt weiß ich, glaube ich, von hier nichts mehr. Na, geht auch nicht. Na toll. Genau. Leni ist sicher auch so ein armer, armer Hund. Man kennt es. Die dann immer nur von Gästen oder so. Oh nein. Ach, hier war die Nische. Guck mal, ist das nicht toll. Habe ich oben gerade gespeichert. Man weiß es nicht. Aber die Croissants duften mich die ganze Zeit so an. So, haha, linke Hand frei. Jetzt kann ich ein bisschen Croissant essen. Und versuche mich nicht so anzukrümeln. Beagle, deine Nachricht wurde zurückgehalten. Da steht, eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Behinderung. Und zwar ist das Wort Hund markiert. Wie geil. Also, wenn ein Mod da ist, also ihr seid, es sind ganz viele Mods da, bitte Beagles Nachricht zulassen. Das Wort Hund ist absolut erlaubt in diesem Chat. So. Moment. Ich hab's erlaubt. Geil, oder? Moment, ich muss kurz mein Croissant essen, das geht nicht. Ah. Ja, die armen Hunde. Hat sich OBS vielleicht so gedacht, weil wir hier die ganze Zeit auf Hunde schießen. Da muss irgendwas falsch mit sein. Aha.
Also was liegt denn da in der Nische? Lohnt sich das? Oh, muss sogar. Wie blöd. Okay. Na gut. Ach, Moppy, die süße Kleine. Ups. Aha. Tut mir leid, falls ihr mich jetzt die ganze Zeit hier knuspern hört. Danke, Katrinchen. Danke. Bin auch gleich fertig. Ja, genau, die große blaue Floppy-Schallplatte für den blauen Schallplattenslot. So ungefähr. Verstehe. Wir können also kein komischer Mukbang-Channel werden. Wie schade. Nee, ich hasse das. Ich habe kein Problem mit ASMR. Aber so Essens-ASMR brauche ich irgendwie nicht. Weiß auch nicht. Angst. Ja, hier erinnere ich mich auch noch. Und daran, dass ich hier ein paar Mal lost war. Da sind sie wieder, die verbotenen Hunde. Moment. Croissant rein. Ah. Medipack rein. So. Ah, guck, der hat nämlich einen Flammenwerfer, ich hab's gesagt. Ah! Einfach ein fucking Flammenwerfer. Ich würde mir den jetzt umschnallen. Und lustig damit hier zugange sein. Immer dieser Moment, wenn ich denke, es sieht gar nicht hübscher aus als früher und dann doch schon. Hm. Bist du zum Schieben? Nee, du bist eine Tür. Na gut. Badumts. Ja, super. Ja, da wollen wir hin. Da wäre Levelende, glaube ich. Aber Spiel sagt nein. So, kurz die Krümel vom Dekolleté schieben. So. Fertig gespeist. So. Was gibt's hier sonst noch Schönes für uns zu tun?
gibt's auch eine Tür oder was? Ja. Hm. Fühle mich ein bisschen lost. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ja, ist die wieder zu? Das ist doch die, die wir gerade aufgedreht haben, oder nicht? Na komm, mach die Tür auf. Na dann hört mich. Wow, was ist das für ein Schatten? Verschiebbare Kiste. Why though? Ich gucke erstmal ins Wasser. Ich habe wie immer vergessen, ob ich gespeichert habe. So, Frühstückslag. Guten Appetit, TomTom. Aha! Ich kann halt. Ah, sehr gut. Ich kann halt nicht rückwärts schwimmen, das ist immer das Dumme. Einfach hängen geblieben. Oh Gott. Ja, ich hätte nochmal Luft holen sollen. Oh Gott, wenn man so einen Hebel umlegt, kriegt man doch nur Wasser in die Nase. Ach scheiße, sie dreht sich hier nicht mehr so gut. Offcam um wie im Original. Wo bin ich jetzt? Oh nein. Oh, oh. Ei, 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 ei. Ich glaube, wir machen das nochmal. Ja. Da bin ich auch zu knauserig, ein Medipack zu nehmen. Hängen geblieben wie am Haken. Exakt so, lieber Kurisu. Exakt so. So. Jetzt holen wir noch mal Luft. Und ab geht's. Es wird trotzdem eine knappe Kiste. Es ist sehr knapp bemessen. Ach Gott, diesmal nicht hängen geblieben. Und ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst, weil ich weiß, dass kein zweiter Froschmann um die Ecke kommt. Man hätte dem auch mal seine Sauerstoffflasche abnehmen können, aber gut. Ach, diesmal macht sie es schon. Toll. Jetzt habe ich mich viel zu weit gedreht. Scheiße. Aber es reicht. Haken waren wo? ich habe wie immer nicht aufgepasst. Was habe ich gemacht? Ging das auf Zeit? Nein, oder? Nein, oder? Ach, guck mal. Warum kann ich denn nie dabei aufpassen? Was hat der Schalter gemacht? Oh, nein.
Kann mir jemand sagen, ob es auf Zeit ging? Ich muss jetzt noch mal tauchen gehen, glaube ich, um mir anzusehen. Müssen wir nicht das Teil da in der Mitte, in die Mitte kriegen, damit wir darüber können? Ach, scheiße. Ich gucke jetzt noch mal. Ich mache den Spaß einfach noch mal. Weil ich nicht weiß, was passiert ist. Das ist die falsche, ne? Ah, nee, ist, glaube ich, egal. So, jetzt bin ich aufmerksam. Ach, die war das. Dann ist es doch nicht Levelende. Dann geht es ja da zurück zum Heli. Ah, Mann. Ja, genau, mit der Harpune will ich hier unterwegs sein. War das hier oder kam ich daher? Ja, das ist doch die Tür. Ja, das ist die Tür. Kam hier nicht eine Sequenz? Ich dachte, es gibt eine Videosequenz da oben. Eine Videosequenz, aber der Heli ist einfach abgelegt. Naja. Sagt man abgelegt bei Helikoptern? Oder sagt man das nur bei Schiffen? Immerhin geben die mal Medipacks. Okay, so ist unser Traum vom Levelende leider zunichte geworden. Zumindest war es mein Traum. Abgehoben. Ja, stimmt. Vielen Dank. Ah, wie doof. Das hier ist sicher nur die, du darfst es nochmal probieren, weil du es verkackt hast, Klappe, oder? Nein? Aha. Das MG! Aber verkackt habe ich doch jetzt trotzdem. Nein. Doch. Schade. Schade, schade. Aber geht's da hinten weiter? Oder ist da nur noch was zum Aufheben? Da geht's doch nicht weiter. Liegt da? Ah, es ist das scheiß Relais. Okay. So. Also der vordere, das vordere Feuer geht sehr viel später aus. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir versuchen durchzurennen, das Relais zu kriegen. Ah, das ist aber fast so eine Stelle. Da würde ich dann ein zweites Mal rein, um das MG zu holen. Ich mag das nicht. Wahrscheinlich halt auch viel, viel, viel zu langsam.
Aber ich dachte wirklich, wir kriegen das MGS in Tibet. Das wundert mich ein bisschen. Schnell, 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 schnell. Aha. Oh, Lara. Es brennt doch schon. Ja, es brennt schon. Wie soll das denn so schnell gehen, bitte? Erstes erste umlegen. Erst das vordere Feuer und dann das hier. Falls das reicht. Ich weiß es nicht. Ach. Ach ja, natürlich. Okay. Man kann dran vorbei, ohne zu brennen. Soll ich das jetzt auf gut Glück nochmal versuchen? Das war wahrscheinlich nur Glück. Nö. Geht sogar ziemlich gut. Okay. Aha. Null Probleme. Hoffentlich geht's auch an diesem Feuer. Also die rechte Seite hat uns Glück gebracht. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin feuerfest. So halb zumindest. So, für was ist die jetzt? Chip. Okay, wahrscheinlich für das vordere Teil, was wir hinter dem Stein gefunden haben. Aber das ist halt... Das ist meine Lieblingswaffe aus Tomb Raider 2. Ah, die ist schön. Die behalten wir immer auf dem Rücken. Konnte man halt auch nach vorne hechten. Ein Hechtsprung, meinst du? Also sprinten konnten wir generell erst ab Tomb Raider 3. Leider Gottes. Ich dachte gerade, die wäre mit aufgegangen. Ah, Flammenwerfer! Okay, Gott sei Dank. Uff. Die Flammenwerfer-Leute haben nichts dabei. Mann. Okay, ich schätze, wir müssen ins Wasser. Jetzt kommt gleich ein Froschmann und ich habe die Harpune nicht griffbereit. Ach, weißt du was, du kannst mich mal. Oh, ihr seid zwei. Dann seid ihr wenigstens nicht einsam. Wow, was ein tiefes Becken. Da ist doch schon Levelende. Das ist doch das Levelende. Komme ich da jetzt schon hin? Oh Gott, dann kommt 40 Faden. Nee, man musste das erst aufsteigen lassen oder so. Oh, das ist doch eine Tiefe, die kannst du doch... Oh nein, ah, ich habe rausgeklickt, ganz blöd. Die kannst du doch niemals einfach so tauchen. Ah, wir mussten das blöde Ding erst hochholen. Eigentlich schon schießt auf die Froschmänner, aber die nehme ich auch. Hauptsache irgendeinen. Sind die Babsäcke da jetzt echt zu tief? Oh, ich versuche mal mein Glück. Das Spiel ist von 98. Ja. Nur noch 5 Schuss. Ich glaube, das reicht nicht mal für beide. So, 5 waren geladen. Nö, ist schon leer. Habe ich gerade gespeichert. Ich weiß es nicht mehr. Oh, dann geht's nicht hoch. Scheiße. Ist ihre Luft leer? Ich bin nicht ganz aufgetaucht gerade, kann das sein? Ach, warum ist das Spiel manchmal so? Aber immerhin habe ich gespeichert. Dann lassen wir den Blödsinn jetzt nämlich sowieso sein. Und fragen uns,
kommen wir denn hier weg? Da hoch. Ja, okay. Natürlich. Es wäre auch zu schön, wenn das Level jetzt hier vorbei gewesen wäre. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt müssen wir nämlich zurücktauchen, oder? Ich glaube, ich komme hier sonst nirgendwo raus. Immer noch einen. Und der schießt auch, oder was? Warum verliert der manchmal Energie? Ah! Es ist noch jemand mit Harpune. Das ist schlecht. Naja, jetzt tauche ich zurück. Noch ein Froschmann einfach. Hoffentlich werden die gut bezahlt für ihren Scheißjob. Weil wie oft bricht hier schon jemand ein, der dann erschossen werden muss? Oder passiert das sehr oft? Ach, wo kommst du denn her? Ich dachte, ich hätte hier alle erledigt. Aha. Oh. Was hier einfach für ein Leichenberg gleich liegt, ne? Keine Sorge, die tauchen nichts. Sag mal, was ist hier heute los mit den Wortwitzen, hä? Hast du ein Clown gefrühstückt oder bist du ein Clownfisch? Ja, also manche Sachen animieren sie dann, aber bei sowas können sie nicht zeigen, wie die Plattform da in die Mitte fährt, ne? Ist irgendwie sad. Also diese Karte liegt da sehr gefährlich nah. Ich versuche jetzt mal nicht da dran zu kommen. Okay, einen Code kriegen wir, glaube ich, ehrlich gesagt nie. Ich weiß, wo es war, aber ich weiß gerade nicht, was da passiert ist. Naja. Bei meinem Glück geht es auch sicher auf Zeit. Ist es auf der anderen Seite von dem Tauchbecken jetzt gewesen? Hm. Also das ist halt schon wieder... Weiß nicht, muss man das machen, dass man ständig von Bereich A wieder zurück zu Bereich B kommt? Falls es überhaupt da war. Ich kann mich jetzt auch geirrt haben. Aha. Ich habe gerade ein komisches Geräusch. War das ein Hund? Ich höre einen Hund, aber hier ist doch nichts. Okay, das ist sehr verwirrend. Das ist mein Standardmodus, alles klar. Hau raus. Hau einfach raus. Ich bin mir gerade wirklich nicht mal sicher, ob das hier in dem Becken war. Ich kann nur hoffen. Schon, oder? Aber was ist passiert? Also ich kann immer noch nirgendwo besser raustauchen. Das ist leider schon mal beim Alten geblieben. Kann auch immer noch nur hier hoch.
Ich höre hier auch den Hund. Dahinter würde ich halt gerne, ne? Ich bin kurz davor, mir nochmal Lösungsbuch-Nostalgie zu gönnen. Boah, wie tief das U-Boot da halt aber auch ist, ne? Ich will einmal nochmal runtertauchen. Weil wir das nächste Mal runtertauchen können, weil das U-Boot höher ist, dann triggern wir das Levelende. Irgendwie war es damals niedlicher. Es sieht ein bisschen aus wie aus einem Ü-Ei. Aber hier auf dem Grund liegt auch nichts. Aber das hat so Greifarme. Geil. Bringt dem U-Boot leider nur nichts. Okay, ich gucke mal ins Lösungsbuch, ehrlich gesagt. Weil mich das Level-Design hier ein bisschen wütend macht. Aber guck mal, ist schön, wie die hier so ein bisschen noch wackeln im Wasser. Okay, das haben sie früher auch gemacht. Wie komme ich denn mal hier raus dann? The Deep. So, das haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Aber wir sind sehr gut. Wir sind sehr vorbildlich. Wir schaffen ganz viel von ganz alleine. Ah nee, es war doch woanders. Also am Ende des kurzen Korridors befindet sich ein kleiner Wandschalter, den Sie aktivieren müssen. Das haben wir getan. Da müssen wir aber zum Hangar zurück. Zu dem Flugzeughangar dann, ne? Okay. Ja, wir sind kurz vor Levelende. Ich kann mich nicht drücken. Wir starten heute noch mit 40 Faden. Will nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es zurück in den Hangar ging. Ihr wisst doch, mein Spielegehirn ist ein Sieb. Ich krieg jetzt schon Puls, wenn ich daran denke, ey. Energie ist eher so semi-gut, ne? Na, mal gucken. Ah, wir treffen Gegner, das ist ein gutes Zeichen. Die Hundekadaver werden uns den Weg weisen. Aber es tut mir sehr leid. Aber es ist hier in dem Spiel absolut keine Option, sie nicht zu erschießen. Hä? Bitte aufheben. Sie hebt die nicht auf! 40 Faden ist auch gar nicht so schlimm, es ist nur der Levelanfang. Wow, das liegt so blöd, dass sie es nicht aufheben kann. Das macht mich... Ah. Das macht mich echt wütend. Guck mal, der hat sich sogar Batulli auf den Oberarm tätowiert. Mein Gott, Batulli muss so stolz sein. Du bist bestimmt sein Lieblings... Mafiosi-Boy. Ah ja, das ist jetzt hier passiert. Ja, ja, okay. Die Plattform ist abgesenkt. Was genau gewinnen wir hier durch? Einen Tunnel.
Das bringt mir doch jetzt gar nichts, oder? Der Levelanfang stresst enorm. Ja. Das sieht doch genau. Oh, Flammenwerferboy! Nein, wo? Wo, wo? Da ist er. Oh, zum Glück kannst du nichts. Ja, es ist unrealistisch, dass sie ohne Atemgerät da so viel tauchen kann. Und dass der verdammte Haifisch da einfach auch ist. Ah, jetzt ich verstehen. Was ist hier drin? Wenn ich jetzt wüsste, welche der Gang war, wo ich da wieder hinkomme. Schwimmen Haie überhaupt in so einer Tiefe? Kann ich mir nicht vorstellen. Kennt sich irgendjemand mit Nautik aus? Kann mal jemand meine Fragen hierzu beantworten? Ne, es war auf der anderen Seite, ne? Okay. So, Kreissäge aus. Toll, oder? Diese Technik. Wir mussten nicht mal einen Code eintippen. Aha. Aha. Schon wieder eine rote. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mussten wir da drin nochmal eine Chipkarte? Hier war der Schalter. Leider nicht. Wo muss ich mit der hin? Warum gehen die Tür da links eigentlich nicht auf? Achso, das ist ja der gleiche Raum. Sehr egal. Ich auch ziehen oder muss ich immer klettern? Nö, ich muss klettern. Kreissäge. Kehren Sie wieder in die Zentrale zurück, von der Sie eben gekommen sind. Schieben Sie die Keycard in den dafür vorhergesehenen Wandschlitz. Aus welcher Zentrale bin ich gekommen? Nicht hier, ne? Da mit dem runden Gang wahrscheinlich. Ups. Nein. Jetzt gehen die Türen aber auch nicht mehr auf. Hier komme ich jetzt wieder in die Mitte. Die ist auf. Okay, weil ich durch die rausgekommen bin. Ich verstehe. Da ist der rote Schlitz. Fein. Ah, herrlich. Moment, wer wo schießt? Da unten? Wie frech. Hi. Na, du bist ja ein Großer. Hat dir nichts genützt. Hat nichts für mich, wie schade. Aha!
Okay, okay, okay. Ach, guck mal, wie fies. Warum kann der denn da sterben? Warum läuft der überhaupt? Das muss doch verbuggt gewesen sein, dass der da oben rumgelaufen ist. Jetzt komme ich an das Medipack nicht dran. Oh. Wow. Das ist sau fies manchmal. Ja, es ist, also, will ich fast Beschwerde bei Eidos einlegen. Das Wasser ist bestimmt kalt. Ah, ich erinnere mich. Oh, der arme Mönch. Oh. Ich erinnere mich an den Mönch. Die Klosterlevel sind mit meine Lieblingslevel. Der arme. Von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig. Hat er aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Nur einen Drachen. Ich will nicht. Oh, seid ihr ready? Einfach Apnoe tauchen, als wäre sie ein fucking Navy Seal.
Ups. War ein schöner Ladescreen. So, immer den Trümmern nach. Da sind die Trümmer. Guck mal, wie es damals aussah. Es war halt noch gruseliger. Es ist halt einfach alles schwarz um dich rum. Da ist der Hai. Mr. Shark. Oh, hier ist ein bisschen heller. Finde ich immer noch schlimm, aber es ist halt nicht so dunkelschwarz. Aber ich sehe auch nichts. Ich würde mich ja normal da auch gerne mal ein bisschen umsehen. Also ich weiß, da liegt nichts, einfach nur so aus reiner Neugierde. Nein. Okay. Ich wollte nur gerade sicher gehen, dass ich keinen Hebel oder so übersehe. Ja, scheiße. Wir haben keine Luft. Ich hätte da auftauchen sollen. Wir dürfen gleich nochmal. Okay. Da war ein Hebel. Ich wollte doch nur schnell von dem Hai weg. Aber wisst ihr, was wir gucken, wenn dann jetzt mal... Das ist halt schade, dass hier sonst nichts ist, aber es war halt einfach echt schwarz. Kann man eigentlich den Hai mit der Harpune töten? Ich mache jetzt einmal kurz nur Blödsinn, weil uns reicht die Zeit dafür halt niemals. Tatsache. Gelohnt haben wird sich das jetzt aber nicht. Aber ich sag mal so, der Hai ist tot. Aber eigentlich mag ich halt Haie. Ich finde Haie eigentlich cool. Nur nicht in Tomb Raider, bitte. Guck mal, das würde jetzt... Es reicht ja sogar, den Hai umzubringen und dann hier aufzutauchen. Oder kam da noch mal ein zweiter? Weiß das noch jemand? Ich glaube nicht, oder? Naja. Hier kann ich mich erstmal in Ruhe. Heiko ist wieder da. Ja. Aber jetzt kann ich hier zumindest mit mehr Ruhe einmal suchen. Hier war nix. Natürlich tauchen wir immer tiefer ins Wrack hinein. Wieso auch nicht? Ah, Sauerstoff. Okay, cool. Mein Hasspart ist schon vorbei. Jetzt bin ich bereit für alles. Halbes Stündchen machen wir noch. Ist halt auch so ein Level, wo man Secrets und Co. auch echt leicht übersieht. Spieß ein bisschen laut jetzt, oder? Ich hatte es ein bisschen lauter gemacht, weil die Sequenz irgendwie leise war. Auf jeden Fall heilen wir sie mal. Das kann ich nicht mit ansehen. Na gut. Ist die ganze Zeit so ein süßes... weil irgendwas tropft. Lara und das Abspringen. Nein. Da komme ich doch aber gar nicht auf die Kiste darüber. Von da. Hä? Sie geht da nicht runter. Ich
frech. Einfach frech. Okay, dann gehen wir da lang. Dass der Hebel überhaupt noch funktioniert, ne? Und jetzt mal ehrlich, hat er gerade Wasser abgelassen? Wo soll es denn hin? Wir sind am Boden des Ozeans. Wohin soll das Wasser? Also, naja, gut. Realismus und so, haben wir ja schon gemerkt, ist hier eh eher schwierig. Okay, na klar, die treibenden Kisten sind jetzt natürlich auf dem Boden, aber macht nichts. Ja. Der Drache. Na, irgendwie müssen wir ja wieder zurück. Junge! Okay, nein, wie soll das gehen? Wie soll der denn hier unten? Hier war alles voller Wasser. Seit wann ist der hier? War der jetzt quasi... Nein, mein Drache. War der jetzt quasi auf dem Tauchboot? Oh, scheiße, habe ich nicht wieder gespeichert? Oh, wie dumm. Ach, scheiße. Nein, ich will den Drachen aber haben. Hä? Moment, Moment. Jetzt muss ich nochmal Luft schnappen. Ach, scheiße. Ah, das war jetzt richtig blöd. Ich habe doch nochmal gespeichert, oder nicht? Wo soll der Kerl denn hergekommen sein, bitte? Das ist ein Quatsch. Ich meine, immerhin können wir das hier jetzt alles machen, ohne dass der Hai hinter uns her ist. Insofern eigentlich alles tut die. Ein Trapdoor was very effective. Ja, leider. Das ist auch das Typische. Man speichert 5000 Mal. Immer dann, wenn man es nicht braucht. Und das eine Mal, wenn man es gebraucht hätte, hat man nicht gespeichert. Das hatte nicht gereicht. Ja, na gut. Ne, da oben drauf waren wir schon. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass uns jetzt ein Secret entgeht. Das wäre natürlich ärgerlich. So, speichern. Mann, Mann, Mann. So, mein Drache. Aha. Blim. Das Geräusch. Aha. Ist da noch was? Nö. Schade. Warum ist das dann hier? Leg doch da was oben drauf für mich. Die wollten mich halt verarschen. Warum solltet ihr alle hier sein?
können ja eigentlich, wisst ihr, also erstmal, wie lange sind die wohl schon hier? Und wie gedenken die jemals wieder hier rauszukommen? Die könnten eigentlich so froh sein, dass Lara hier ist, um sie zu retten. Aber nein, wir schießen die Frau einfach. Aha. Männer. Nein. Aha. So. Ich bin immer noch einfach sehr großer Fan von dem neuen animierten Wasser. Es wirkt so viel ruhiger, die Oberfläche, als damals. Ja. Ups. Jetzt muss ich mal die Frage stellen, wo wir eigentlich hinwollen. Wollen wir jetzt einfach nur wieder nach oben, dann hätten wir uns das ja ganz sparen können. Da wollen wir hin, hä? Wie komme ich auf den da? Ja, das war klar. Oh Mann. Einfachste Weg funktioniert leider nicht, aber mit dem hier rutsche ich doch nirgendwo hin. So. Hier habe ich doch nichts gewonnen. Ah doch, hab wohl was gewonnen. Okay. War gar nicht so schlimm. In meiner Erinnerung sah das alles genauso, wie es jetzt aussieht, ja, ne? Ich meine, so viel. Also ja klar, es ist schon ein bisschen glatt gezogen, aber. Meine rostige Metalldecke ist immer noch eine rostige Metalldecke. Was soll man sagen? Daran erinnere ich mich gar nicht. Aber das sieht halt aus, als würde es mir einen Stromschlag geben, aber es ist doch nur Licht, oder? Okay, es ist vor allem eine Barriere, über die sie nicht hinüberlaufen kann. Warum sollte hier überhaupt noch Licht sein? Ich weiß, ich sollte so Fragen nicht stellen, aber come on. Ah, toll, wieder sowas. Mag ich ja so gerne. Ach, guck mal. Eine Leiter. Wow. Die haben sie sich nicht bemüht, in 3D nachzumalen. Also ich meine, klar, sie ist neu gemalt, aber bisher kam die ja immer so ein bisschen 3D aus der Wand raus. Na, lass mich raten. Ganz kurz ist das Feuer aus. Falsch. Nö, nee, Feuer ist nicht mehr aus. Wo war das? Ah, hier. Okay, lass mich raten. Ganz kurz ist das Feuer aus. Das macht völlig Sinn, Beagle. Hinterfragt es nicht. Wir sind keine Nautiker. Wir sind keine Seeleute. Ah, okay, brennt noch. Ich dachte gerade noch, wenn ich schnell sein muss, laufe ich einfach los. Aber das war keine gute Idee.
ein anderes U-Boot genommen und sind den toten Heinrichs, Heikos und Heino. Eventuell war ein Heiki dabei. Ah, Leute, ich sag euch. Ich muss mal kurz auf eine WhatsApp antworten. Sagt der Zirkwa-Maus mal alles Liebe zurück, flausch sie mal ein bisschen für mich durch, Beagle. So. Ja, neuer Versuch, oder? Diesmal weiß ich, in welche Richtung ich nicht losrenne. Haha! Ich weiß aber leider nicht, wo die Tür aufgegangen ist. Oh Gott, willst du dir das wirklich antun? Ihr habt's gehört, ne? Es ging auf Zeit. Diese... Nee, doch nicht. Hier ist noch auf. Ich habe doch aber irgendwas gehört, was gerade wieder zuging, aufging. Keine Ahnung. Hä? Ach, hier war ich schon mal. Das war gar nicht die Tür, die ich wollte. Kann das sein? Ich kann ihn nicht wieder umlegen. Warum brennt jetzt wieder alles Feuer? Was habe ich gewonnen, wenn es... Ich hasse... Ich hasse 40 Faden einfach. Das da ging auf, oder? Guckt mal. War das hier auf? Und jetzt mal eine andere Frage. Sind denn... Entschuldigung? Was war das? Ich will nochmal die Ansicht. Das Spiel wollte nur mal kurz zeigen, dass da draußen auch noch Sachen animiert sind, oder wie ist das? Jetzt will ich es nochmal sehen. Da ist der Hai. Da ist noch ein Hai. Spooky. Habe ich schon wieder eine Tür gehört? Was ist das denn die ganze Zeit, was ich höre? Ich habe den... Ja, hätte ich es gewusst. Und jetzt zeigen sie mir das nicht mehr. Ach, man dürfte das jetzt nur... Ich lade neu. Ich will den Hai nochmal sehen. Ich weiß eh ja nicht, was ich bisher hier geschafft habe. Deswegen mache ich es einfach neu. So. Nicht etwa, weil ich nicht den Levelfortschritt finde, sondern weil ich den Hai wiedersehen will. Weil so, ne, den... Okay. Ich hätte jetzt auch einmal kurz aufpassen können und mir überlegen, was wohl passiert ist. Aber. Habe ich wieder gehört, wie was zuging. Hier wollte ich auch auf jeden Fall nicht hin. Aber hier ist jetzt ein Schalter wieder oben. Ist das schlecht? Ich gehe mir jetzt noch den Hai angucken. Ich habe das Gefühl, ich bin noch für heute zu durch. Ich höre hier ständig Türen auf und zugehen in-game. So. Wow. Das könnte euer neuer Screensaver werden. Aber ihr wisst ja, was das heißt, ne? Ihr seht da rechts die Nische. Wir werden irgendwann dahin müssen. Sind es Barracudas? Barracudas haben aber Nemos Mama gegessen. Ich sehe mich heute nicht so richtig imstande, den Level jetzt noch zu machen, Leute. Aber der ist noch gezogen, der Schalter. Ich glaube, wir machen für heute einfach Schluss. Der Shinny unterhält euch ja später noch mit Uncharted. Er hat, glaube ich, noch nicht gesagt, wann er startet. Kann das sein?
verliert sich Faden bricht jeden. Ja, ist wirklich so. Hallo. Eigentlich im Anschluss. Ah, eigentlich im Anschluss. Deswegen musst du so ein bisschen spielen, ich hab so ein bisschen. Ja, ich wollte schon sagen, du rödelst da rum. Ich höre das, wie du rödelst. Ich habe mir schon überlegt, dass die Türen im Spiel sind, dass ich das bin. Nee, ich habe beides gehört. Also jetzt gleich gibt's Uncharted hier auf diesem Kanal. Habt ihr alle Bock? Bisschen Nathan Drake, quasi der schlechte Abklatsch von Lara in männlich. Nee. Guck mal, ist das hier neu? Nö, da kam ich her. Ich kann den Level heute nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich muss dann aber natürlich trotzdem kurz den Stream beenden. Und Shinny wird ihn dann neu starten, nur dass ihr Bescheid wisst. Also hätte ich das gewusst, hätte ich hier einfach, hätten wir uns jetzt noch ein bisschen die Haifische angeguckt. Ist es für die Haifische jetzt so ein bisschen wie im Zoo? Quasi, Lara. Lara ist ja eigentlich hier die Eingesperrte, ne? Die Haie haben da die Zeit ihres Lebens. Ich leg den Schalter jetzt gerade gar nicht um. Ich will zurück zum Aquarium. Ich habe Bock, auch wieder ein bisschen Stream zu schauen. Die meisten von euch streamen ja immer schön abends. Da kriege ich es oft nicht hin, noch mal reinzugucken. Ah, guck hier. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Die waren doch nicht Best Friends. Hui, hi Bauch. Ich habe das nie gespielt. Ich habe einmal bei Arne das kurz angespielt, wo man in Indien ist. Hat er gesagt, guck, da ist Ganesha, das gefällt dir. Also habe ich es kurz gespielt. Ja. Ich hätte euch jetzt ansonsten vorgeschlagen. Ja, das ist ja auch völlig okay, Kuriso. Irgendwann schaffe ich es auch wieder einzuschalten. Ich würde vorschlagen. Deswegen wird jetzt hier gleich aus. Ihr schnappt euch leckere Schnabuliere rein, lecker Drinks, macht nochmal Pipi. Und dann ist in gut ein paar Minuten. Kannst du in der Zeit das Labyrinth-Level nochmal machen? Nee. Also ich habe mir rausgesucht, wie man in Laras Haus das Labyrinth macht. Und zum Verständnis, warum ich mich heute nicht in der Lage sehe, das zu tun. Die Wegbeschreibung lautet: Nach links, die zweite rechts, zweimal links, rechts, die zweite hinten rechts, zweimal links, zweimal rechts, schräg rechts, links, dreimal rechts. Und dann finden wir die Bodenöffnung. Und dann müssen wir das alles nochmal rückwärts machen. Wir machen das am Ende schön als Belohnung, wenn wir die Bonuslevel auch nochmal machen. Wow, guck mal, hier habt ihr nochmal die Oldschool-Ansicht. Oh, guck mal, der Hai hat gar keine richtigen Augen. Und der sieht aus, als wäre er so abgebunden. Vielleicht sind das diese 40 Faden. Gibt es dafür Google Navi? Ja, das wäre echt schön. Also, weil mein Plan ist, ich schreibe mir richtig blöd auf ein großes A4-Blatt auf. Rechts, links, rechts, bla bla bla. Für den Hinweg, weil den muss ich ja auch erst wieder finden. Und dann schreibe ich mir auf das andere Seite den Rückweg halt auf. 30 Meter nach links. Ja, aber schnell, weil die Tür geht ja zu. Machst du mal hin? Ich spare mich. Okay, Süßen. Kannst du einen Pause-Screen geben? Oder sollen wir... Ach komm, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einmal kurz zurück in Laras Haus. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja heute. Ja, es ist jetzt noch kurze Bespaßung, bis Shinny soweit ist, sein Stream. Willkommen zurück. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut. Du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Ja, deinen blöden Labyrinthgarten. Nur um uns dann in deinem Keller deine Schätze zu zeigen. Ich meine, auf dem Hinweg haben wir ja auch noch kein Zeitproblem. Aber ich muss zuerst die Haustür aufmachen, sonst reicht das nämlich danach wieder nicht.
Und danke, lieber Kurisu. Auch schon mal schön, dass du da warst. Und danke dir auch, Daki. Wir gucken einfach mal. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja noch schnell. Hinten ist die Tür. Ich sehe sie genau. Aber schade, jetzt ist Haze gar nicht da, um das zu sehen. Ich muss es irgendwann für sie wahrscheinlich nochmal machen. Okay, Moment. Wir schaffen das sicher. So. Nach links. Zweite rechts. Zweimal links. Rechts. Die zweite hinten rechts. Ja, okay. Die zweite rechts hat übrigens auch gelangt. Das ist ja dann automatisch hinten. Zweimal links. Zweimal rechts. Geht ja auch nur, ne? Schräg rechts. Aha. Ist das schräg rechts gewesen? Da schlägt es schon links. Bin ich erst noch links? Mal gucken. Dreimal rechts. Eins. Zwei. Drei. Okay. Also, das hat zumindest schon mal geklappt. Ach, ich habe keine Fackel, ne? Ach, die lagen doch aber hier drin. Oder lagen die hier oben? Hier sind die. Okay. Also, wir nehmen uns jetzt ein Blatt großes Papier. Denn es geht ja gleich auf Zeit. Dann kann ich nicht immer dahin schielen. Jetzt schreiben wir uns das Ganze rückwärts auf. So. Also dreimal links. Rechts. Schräg links. Zweimal links. Zweimal rechts. Zweite hinten links. Links, zweimal rechts. Dann die zweite links. Das wird nix. Und das ist die zweite. Zweite links, nicht zweimal links. Also unser Weg ist dreimal links, rechts, schräg links, zweimal rechts, zweite hinten links, zweimal rechts, links. Ist doch klar, oder? Und das Dumme ist ja, wir können nicht mal speichern. Also es muss jetzt einfach klappen. Ah, scheiße. Dreimal links. Zählte das jetzt schon dazu? Man weiß es nicht. Dann das nochmal links. Rechts. Schräg links. Zweimal links. Zweimal rechts. Ah, schlecht. Zweite hinten links. Doch, könnte noch sein. Links. Zweimal rechts. Sind wir raus? Oh mein Gott. Schnell, Lara. Bitte geh nicht zu, bitte geh nicht zu. Schneller kriege ich es niemals hin. Wow, wir sind im Tunnel. Keller. Wow.
guckt mal da. So viel Gold. Was will die Alte damit? Oh, das ist so eine kleine Götzenstatue. Cute, hä? Dankeschön, dankeschön. Ach, hier so ein schöner, großer, weicher Teppich. Okay, jetzt haben wir das wenigstens auch gesehen. Guck mal da, die hat einfach aus Tomb Raider 1 so eine komplette Sphinx mitgenommen. So eine Katzenstatue, ist keine Sphinx, aber so eine Katzenstatue und ein Sarkophag. Oh, Lara, ob das eine gute Idee ist. Mit so Sachen spaßt man nicht. Ja, hey GG, würde ich sagen, oder? Das hat doch jetzt gut hingehauen heute. Okay, wunderbar. Setz das mal von der Steuer ab. Ja, Kellerkinder. Aber meine Keller sahen nie so aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay, ihr Süßen. Ich würde sagen, ich mache jetzt den Stream aus. In wenigen Minuten geht bei Shinny der Stream an. Also, schaltet ein zu Uncharted. Und ich bedanke mich bei euch für diesen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Jetzt viel Spaß im Stream. Hab ich lieb. Und wir sehen uns Dienstagmorgen wieder. Vielen Dank. Bis dann.